Hallo zusammen, Michi ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und so wollte ich hier heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement hier im Schlund. Und zwar habe ich mir das hier schon mal rausgepinnt. Das schimpft sich Grabbelkiste und das finden wir einmal unter Quests und dann Shadowlands. Was müssen wir dafür erledigen? Öffnet 10 schlundgebundene Truhen während des Necrolord-Angriffs auf der Verdammnisfestung. Wir sind einmal hier schon in der Verdammnisfestung. Und zwar haben wir auch gerade den Necrolord-Angriff. Wenn ihr nicht wisst, wie das genau funktioniert, es gibt insgesamt 4 verschiedene Angriffe hier im Schlund. Jeder Covenant darf einmal angreifen. Ein Angriff geht immer eine halbe Woche, heißt von Mittwoch ID-Reset bis Samstag 21 Uhr. Und dann geht der nächste Angriff halt wieder von 21 Uhr Samstag bis quasi wieder Mittwoch, wenn der Server runtergefahren wird. Und ja, dann gibt es insgesamt, wie gesagt, 4 verschiedene Angriffe und die wechseln sich ab. Heißt, der Necrolord-Angriff ist immer alle 2 Wochen für 3,5 Tage. Jetzt ist er gerade bei mir am Start und hier ist es so, dass wir bestimmte Kisten aufmachen müssen. Wir müssen 10 Kisten öffnen und diese Kisten befinden sich hier, ihr seht es gerade schon hinter mir, auf der Mauer drauf. Ja? Da gibt es mehrere Spawnpunkte, da werden wir jetzt gleich mal ein bisschen entlang laufen. Und wichtig ist zu wissen, dass ihr 2 Möglichkeiten habt, um auf die Mauer raufzukommen. Und zwar Möglichkeit Nummer 1 ist der Greifhaken. Und diese Fähigkeit könnt ihr freischalten bei Venari. Braucht ihr ein bisschen Ruf, ein bisschen Stygia. Dann könnt ihr den Greifhaken freischalten, könnt ihr euch hier hochgrippen und dann einfach hergehen, Kiste aufmachen, easy going. Da ist ehrlich gesagt auch nichts Tolles drin. Dann gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Es gibt so ein Toy, das droppt Borgeta, das ist so ein Rare. Dieses Toy, ich kann euch das mal zeigen, das schleudert euch so ein bisschen in die Höhe. Dann kann man dann auch ein bisschen Höhe gewinnen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich hier nochmal raufkomme. Ich kann euch mal zeigen, wo der Rare ist. Also hier unten, Borgeta, der hat ein Toy, das euch quasi ein bisschen nach oben schleudert. So, dann gibt es natürlich verschiedene Fähigkeiten, wie jetzt mein Druid Charm. Da kann man dann auch nochmal ein bisschen hochspringen. Das ist jetzt bei mir die Kiste Nummer 9. Und dann, wenn ihr all dieses Zeug nicht habt, könnt ihr auch während dieser Angriff ist, ein Gefährt nutzen, das auch springen kann. Und zwar zeige ich euch das jetzt mal. Hier unten gibt es bei dem Necrolord-Angriff eine Quest, da muss man so komische Teile zum Mechanikos ziehen, das ist der Kollege hier. Und wenn man die Quest abgeschlossen hat, dann ja, kann man hier diesen Zentrionen benutzen, weil den haben wir ja vorher zusammengebaut in der Quest. Achso, wenn man in die Gestalt verwandelt ist, dann geht das nicht. Genau, also wir können dann quasi hier rein in Zentrionen und mit dem können wir quasi dann Mobs hauen, aber der hat auch eine Fähigkeit, die jetzt ausgegraut ist. Und zwar können wir mit dieser Fähigkeit, ich zeig's euch mal, die ist nämlich jetzt aktiv, hier hochspringen, ja. Also wir springen quasi auf die Mauer drauf und können dann auf der Mauer, ja, auch Kisten looten. Und ihr seht, hier hinten ist auch nochmal eine Kiste, hier oben ist nochmal eine Kiste. Da sind einige da, also ich würde mal sagen, das sind irgendwie so 5-6 Spots oder so an Kisten auf jeden Fall da, vielleicht sind es sogar mehr. Die haben auch einen täglichen Respawn, ne? Also heißt, ich habe es jetzt nicht an einem Tag geschafft, dass ich alle 10 mir holen konnte tatsächlich, aber gestern habe ich 7 geholt, oder ich glaube, ich hatte schon 2, dann habe ich mir gestern irgendwie 5 oder so geholt und jetzt einfach nochmal am nächsten Tag her. Wie gesagt, der Angriff ist ja insgesamt 3,5 Tage, also geht es easy auf, dass man sich in 2 Tagen zum Beispiel 5 Kisten holt. Und dann jumpt ihr ein bisschen rum, kriegt das Achievement easy. Das Einzige, was ihr halt ein bisschen dran denken müsst, okay, wann ist jetzt der Necrolord-Angriff? Und da muss ich dann halt das Achievement machen, sonst muss ich dann halt wieder 2 Wochen warten, bis das Ganze wieder am Start ist. Ich kann euch übrigens nicht zu 100% versprechen, dass diese Quest, wo man diesen Centurio zusammenbauen muss, ne, dass die immer da ist, wenn der Necrolord-Angriff ist. Es gibt nämlich anscheinend verschiedene Quests hier in diesen Angriffen. Man kann immer 4 absolvieren und dann eine Endquest. Beim ersten Angriff bei mir war sie jetzt ab. Wenn die bei euch nicht da sein sollte, dann müsst ihr halt über die anderen Wege, die ich euch gezeigt habe, hier auf die Mauer raufkommen oder wartet halt, bis die Quest quasi am Start ist. Gut, das waren die ganzen Sachen, die ich euch hier erzählen wollte. Ich zeige nochmal die Festung. Ihr seht schon, hier haben wir einen Haufen Kisten immer auf den Mauern obendrauf und da könnt ihr dementsprechend dann auch überall rauf. Wenn ich fragte, was das für ein Add-on ist, das ich hier habe, das ist einmal Handy Notes und Handy Note Shadowlands. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.